ersten richtigen Rewards, die wir auf dem RTG-Account haben. Letzte Woche hatten wir auch irgendwelche Rewards, aber das war irgendwie Division 9, drei Games nur gemacht oder so. Irgendwas richtig, ja, nichts Erwähnenswertes, sage ich mal. Aber jetzt, heute, Division 7 und wir haben tatsächlich, ich glaube, die 8 Siege ja auch easy eigentlich voll gemacht. Ich hätte natürlich gestern noch weiter grinden können oder offstream oder so, aber ich habe gesagt, nee, ich mache nur onstream und hätten auch Division 6 pushen können. Aber immerhin haben wir jetzt trotzdem hier 4x Megapack, 2 Premium Gold Profis Pack und 2x82x2. Für die RTG ist es okay. Lenny, grüß dich, Moinsen. Für die RTG ist es auf jeden Fall okay, sage ich, wie es ist. So, das heißt, meine lieben Damen und Herren, wir können dann jetzt auch nochmal kurz. Wir müssen jetzt aber natürlich auch hier wieder Tagesanmeldung machen auf dem RTG-Account. Wir werden heute wahrscheinlich auf dem RTG-Account diese SBC hier machen. Weil hier könnte die eine oder andere Karte drin sein, die dem RTG-Account auch was bringt. Und hier werde ich halt kein Vini oder so machen. Und die ganzen günstigen SBCs haben wir ja. 83 Profi-Wahl, 84x5, ja. Tägliches Bronze, ja. Tägliches Silber, tägliches Gold. Und ich werde vielleicht, weiß ich gar nicht, für die RTG würde ich eigentlich an sich sagen, ja, cool. Andererseits ist ein bisschen enttäuschend, was mit seinen Stats passiert ist. Und zwar dieser Ferguson. Da müssen wir später mal eine Abstimmung machen, ob wir den mit 5 Sterne Skills oder 5 Sterne Weakform mitnehmen sollen. Weil theoretisch ist er geschenkt, der ist halt richtig günstig, deswegen ich werde ihn schon mitnehmen. Aber ich glaube, der wird keine Start-F bei mir spielen lange. Mal kurz hier tägliches Anmelde-Challenge machen, zack. Dann können wir tägliches Bronze, Silber und Gold-Upgrade machen und dann alles zusammen öffnen. Und wir haben Hunter verkauft und Guwu, den wir gestern benutzt haben. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder 30k. Diese McCabe verkauft sich leider echt nicht, ne? Die hätte ich echt direkt wieder verkaufen müssen. So, das heißt, hier haben wir auch schon mal was bekommen von den Ultimate-Tagesanmeldungs-Upgrade-Dingern. Dann können wir jetzt die ganzen täglichen SBCs einmal durchballern. Aber wir haben jetzt 26 Packs sogar, ne? Wir haben jetzt hier 26 Packs, natürlich am Anfang so Bronze-Silber-Packs und so, aber dann die Rewards, irgendwelche Gold-Packs und so. Das heißt, am Ende des Tages werden wir jetzt auf jeden Fall ordentlich Goldspieler bekommen, das ein oder andere Duplikat ziehen und dann nach und nach das 84x5 machen, 83 plus Pick machen, ein paar 80 plus Picks zwischendurch mal rein sprayen, dann diese neue SBC machen, müssen wir gleich noch abstimmen, ob wir 5 Sterne Skills oder 5 Sterne Weakfoot nehmen und dann können wir eigentlich in Rivals reingehen, Savanir fertig erspielen und wenn Savanir fertig ist, können wir in Quali reingehen und uns für die Weekend League qualifizieren. Ja, für die RTG Weekend League, die erste RTG Weekend League, Jungs. Bin ich echt gespannt, ey. 85. Ah. Ist, glaube ich, schlauer sogar. Oh, ich weiß nicht, Digga. Er ist sogar ein guter Super-Sub für eine RTG, ne? Nee, 3-4. Ist Quatsch. 88er ist halt geil für Tauschvorgänge. Inform kann man auch mal gebrauchen. Ich nehme, glaube ich, sogar lieber Inform mit. Ich habe das einfach so reingeworfen in die Runde. Das ist jetzt einfach so das Lied so. Major Tom. Als Torhymne. 89er ist sehr stark für die RTG. Der kann schön in einen Tauschvorgang. Oder habe ich den sogar trade? Naja. Jetzt haben wir ein 51 Profis-Pack auch wieder, ne? Digga, der RTG-Account ist schon so voll mit Packs und Spielern. Das ist geisteskrank, Jungs. Jetzt muss hier eigentlich nur noch ein richtiger Banger kommen, der das Team so trägt für die Weekend League, ne? Ein richtiger Banger, aber nicht sowas. Einfach so auf locker, Digga. Als wäre das nix. Das ist geisteskrank. Oh, 89er, so stark. So stark, Jungs. Ich weiß nicht, wie man nicht craften kann. Nächster 83 Plus. Die sind die einzigen, die bisher einigermaßen gönnen. Komm, 87 ist wieder in Ordnung. Juckt mich eigentlich nicht. Boom. Oh, Raspadori. Nächster Tauschvorgang. Und Otz Doef. Kann ich den nächsten 83 Plus machen. Die zählen als seltene. Bam, zack. So. Letzten 83 Plus bekamen wir also auch fertig. Die waren overall echt zufriedenstellend, finde ich. Letzter jetzt nochmal, ein Inform stark und 88er. Entweder gehe ich jetzt mit einem Inform, da habe ich noch mehr Informs gesammelt. Ja, ich gehe mit einem Inform. Informs lohnt sich mittlerweile einfach mehr als ein 88er. 88er kostet einfach 14k oder 13k. Informs einfach teurer, Digga, das ist krank. Ist das crazy, Bro? Das heißt, du kannst momentan auch wirklich so krass Tauschvorgänge grinden, selbst wenn du einfach am Anfang ein paar Coins ausgeben willst, holst dir einfach ein paar 88er und packst die Tauschvorgänge. Zack, fertig ist der Lachs. Dann machen wir jetzt den Pick fertig, würde ich sagen, ne? Ah, ne, warte mal. Wir können ja erstmal die Spieler, erstmal immer SBCs machen, die man braucht und haben will. Kachaui will ich ja auch machen. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlau, diese Wunder. Aber ich will diese Wundertüte auf RTG eigentlich gerne machen, weil da kann es wirklich viele Spieler geben, die mich weiterbringen, ne? Vielleicht brauche ich dann Kachaui gar nicht.
Ferguson. Ja, gut, Jungs. Welchen nehme ich, Jungs? Ferguson mit 5 Sterne Skills oder 5 Sterne Weak Foot? Ich glaube, ich würde den mit 5 Sterne Skills nehmen, oder? Mit seiner Körpergröße. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ich glaube, der mit 5 Sterne Skills wird besser sein bei mir. Er hat auch keinen Finesse-Schuss. Ja, der Finesse-Schuss wäre auch nochmal geil gewesen, wenn der Finesse-Schuss als Playstyle Plus hat. 5 Sterne Weak Foot zu haben. Aber ich glaube, so ist echt smarter, den mit 5 Sterne Skills mitzunehmen. Ja. Ja, komm, gehen wir so ab. Da haben wir jetzt schon mal die erste Spieler-SBC heute fertig, und zwar Ferguson. Ferguson, und ich schau mal ganz kurz, wie lange wir Zeit haben, Digga, zu Kachaui. 9 Tage noch, ja, okay. Ich nehme die Gamble-SBC, glaube ich, einmal mit. Ich habe ja auch noch ein paar Packs. Werde noch ein bisschen Futter ziehen. Ich werde diese Gamble-SBC einmal mitnehmen. Vielleicht sogar einen Hero-Pick. Ich weiß nicht, ob es so smart ist für die RTG, aber hier bringt mir halt wirklich so viele Spieler noch was, ne? Muss ich also wieder eine SBC machen. Den Stürmer haben wir jetzt schon gemacht. Dann gehen wir jetzt rein hier. Wir gehen jetzt hier rein. Wir haben jetzt gleich einfach alle Packs durchgeöffnet, ne? Und einfach nichts übertrieben Krasses leider gezogen. Klar, wir haben die ganze Zeit weiter Packs gezogen, dass wir die ganze Zeit auch weiter craften können. Wir haben auch einiges an Rating, was wir in Tauschvorgänge packen können, damit wir wieder Goldspieler bekommen. Und wir haben noch nicht mal 80-plus-Picks gemacht und so. Ich habe Rashford abgegeben. Egal, scheiß auf Rashford. Ich scheiße jetzt auf Rashford, sag ich dir, wie es ist. Ah, nicht so nice, diese Packs hier gerade. Oh, 91er De Bruyne ist sehr stark für die RTG. 91er De Bruyne ist sehr, sehr, sehr strong. Okay, Lukaku. Dann machen wir mal den 88-Plus-Pick fertig. Einfach auf der RTG jetzt den 88-Plus-Pick. Und da müssen wir jetzt belieben, Jungs. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Pack. Sehr wichtiges Pick. Aber guckt euch das mal an. Nach einer Woche, wie hart man... Also ich habe nicht mal krass reingegrindet oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Und trotzdem haben wir jetzt einfach schon so einen 88-Plus-Pick auch. Haben schon 5, 6, 7, 8 Spieler-SBCs fertig und so. Das ist crazy. Wir gehen rein mit R3 für die Spannung. Für die Spannung. Also hier wird es jetzt nicht so sein wie auf Main, dass ich schon irgendwelche Spieler habe. Hier wird jeder Spieler neu sein. Und ich mache dafür mal kurz meine Cam nach oben. Und das Ding hier einmal aus. Und wir haben als erstes 78 Physis, 80 Defensive und 89 Dribbling. Und das meine ich, Digga. Das kann immer was fürs Team sein hier auf der RTG. 87 Passspiel, 81 Schuss. Hullet Gang. Marta. Oh, Grimaldo, Digga. Das Problem ist, ich habe halt seine SPC gemacht. Ich habe halt die SPC gemacht, die du gerade machst. Ja, Grimaldo ist an sich nicht mal so kacke für eine RTG. Cooler Achter. Aber erstens habe ich jetzt auch schon gute Achter und zweitens habe ich halt Grimaldo seine SPC, ne? 85 Physis, 87 Defending. Digga, ich brauche eher Offensive. Ich brauche keine Defensive. Ist wieder ein Achter. Brauche ich nicht. Oh, es ist kein 8, das ist Sergio Ramos. Ist der gut? Kostet der noch was? Oh, Ramos passt sogar gut rein wegen Luke Bacchio, fällt mir gerade auf. Ich habe doch Luke Bacchio gemacht, Chat. Und Ramos kostet noch 260k, das ist super. Boah, stark. Für die RTG ist das stark. Vor allen Dingen so linktechnisch. Real Talk. Elias, auch danke für dein Follow. Ey, linktechnisch ist das stark. Wenn jetzt kein besserer mehr kommt, nehme ich auf jeden Fall Ramos. Bin auch zufrieden, sag ich ehrlich. Letzter Spieler ist nochmal ein Offensiver, komm. Jetzt gehört einfach einen krassen Offensiven. Ja, das ist ein Offensiver. Dribbling, 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 Dribbling. 92 sieht stark aus. Ist jetzt nicht krank perfekt oder so, aber sieht stark aus. 89 Passspiel sieht stark aus. Jetzt muss Schuss auch so 89 sein. 91! Und dann Tempo kackt rein. Oh, die Baller. Oh, nee. Die Baller, du bist es nicht, Bro. Die Baller, du bist es nicht, Bro. Es ist noch ein Kuku drinne. LOL. Das sind ja 4. Oh mein Gott. Das ist einfach noch ein Nkunku. Wen nehme ich denn jetzt? Nkunku kostet 120 nur noch. Nee, der ist safe nicht so krass dann. Was halt ein geiler 8, aber ich zocke halt keine. Der wäre halt perfekt, wenn man 4-3-2-1 zockt, aber ich zocke halt nicht 4-3-2-1. Ich zocke halt 4-4-2. Aber ein Kunku, oh, ich weiß nicht, Digga, ist voll schwer. Ein Kunku ist halt nur so günstig, Digga, weil er halt jetzt die ganze Zeit wieder zu ziehen war letzte Woche, glaube ich. Und Ramos war halt nicht einmal mehr zu ziehen, soweit ich weiß. Deswegen ist Ramos, glaube ich, so teuer geblieben. Ich glaube, Ramos wäre sonst auch max 100k oder so. Alles klar, Colin.
Wen würdet ihr nehmen, Chat? Ramos oder Nkunku? Ramos macht halt Sinn wegen Luke Bakio. Wenn ich Ramos spiele, kann ich halt Luke Bakio auf jeden Fall irgendwie einsetzen. Weil mit Ramos und Luke Bakio in der Kombination habe ich halt schon mal 2 von Sevilla. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauche ich eigentlich nur noch einen Trainer aus der La Liga und dann sind beide schon mal auf 2 Chemie. Das ist ganz geil. Aber Nkunku würde halt auch fließend reinpassen, weil ich ja Premier League habe. Dann höre ich diesmal auf den Chat, nicht auf mein Bauchgefühl und nimm Ramos mit für die IV. Dann nehme ich diesmal Ramos für die IV mit, Jungs. Okay, das hat sich ja aber schon mal mehr oder weniger gelohnt, weil ich jetzt, wie gesagt, statt diesem Iren zum Beispiel, der war jetzt auch nicht so krass auffällig und ich finde den, glaube ich, geiler. Kann ich den theoretisch, glaube ich, rausnehmen? Ja, muss man mal gucken, wie man das mit dem Manager macht. Kann Ramos reinpacken? Ja. Kann der auch LM? Ja, okay, habe ich mir ein bisschen selber ans Bein geschossen. Perfekt. Weil Luke Bakio kann auch nicht LM, oder? Ah, aber der kann Stürmer. Ey, der kann sogar LM. Oh, guckt euch das mal an, Digga. Dann kann ich sogar erstmal ohne Kachaui spielen. Es kracht halt nur, wenn der Torwart raus muss, ne? Wenn der Kassier seine Leihspiele aufgebraucht hat. Für die Weekend-League-Quali reicht das halt so. Alle Super-Subs dann noch auf der Bank. Harit, diesen Stürmer hier. Sirlot, Gioro, Musiala. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt auf der Bank. Kann ich lieber Milinkovic mitnehmen. Stark aus, sage ich ehrlich. Okay, Jungs, also wir machen jetzt auf jeden Fall gleich die Aufgaben. Ich mache jetzt, glaube ich, sogar einfach einen Food Champions. Juckt mich nicht. Weil ich muss jetzt eigentlich auf dem RTE-Account nur noch Savanier machen. Dafür muss ich 4 Spiele machen und 3 Siege mit... Ah, ich muss ja mit 3 Ligue 1 Profi spielen, stimmt. Aber dann habe ich Savanier auch fertig. Und St. Patrick's Day muss ich noch 2 Tore mit angeschnittenen Schuss machen, wenn dieser Ogbene in der Startelf steht. Und... 2 Partien mit höchstens 1 Gegentor zulassen mit Josh Cullen in der Startelf. Die beiden stehen drin. Da muss ich aber nochmal ein bisschen umstellen und 3 Ligue 1 Profis reinballern. Leo, auch danke für dein Follow. Und dann können wir die Aufgabe weitermachen. Aber wenn ich choke, bin ich selber schuld. Bin ich selber schuld. Bruder, ich will doch nur Savanier fertig haben, Digga. Und dann kassiere ich hier unnötig die Tore. Obwohl, warte mal ganz kurz. Nee, St. Patrick's Day. Ja, höchstens 1 Gegentor. Aber Savanier haben wir sogar fertig. Stark. Savanier. Boah, irgendwie hatte ich den krass an Erinnerung. Der hat diesen Freistoß-Dings. Irgendwie hatte ich den krass an Erinnerung, den Savanier da. Ich hatte ein bisschen krass an Erinnerung, ey. Ich hatte ein bisschen krass an Erinnerung. Ich brauche noch die letzte Aufgabe für St. Patrick's Day, bevor ich die ganzen Packs öffnen will. Yes, wir haben St. Patrick's Day endlich fertig, Junge. Das war die anstrengendste Aufgabe, die ich je in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe. Ich mache zwar halt auch nie Aufgaben, aber es war wirklich die anstrengendste Aufgabe seit langem. Wow, wir haben es endlich. Wir haben es endlich, Digga. Cafu kommt morgen. Oh, cool. So, Jungs, jetzt haben wir hier nochmal 11 Packs auf der RTG. Und die kann diesen RTG-Tag ein bisschen retten. Weil wir haben zwar viel geschafft, aber wir haben nichts Krasses gezogen. Haben nichts Krasses gezogen. Das könnte sich jetzt nochmal ändern. Oh, 90er Lewandowski nehmen wir mit. 2 Packs noch, Jungs. 2 Packs noch für den krönenden Abschluss. Ein 83x10 und ein 84x10. EA Sports, come on. Come on, was ist das, Bruderherz? Ich weiß nicht, ob ich Kachaui machen soll. Wenn ich Kimpembe Evo mache, wäre schon geil eigentlich, ne? Wäre schon geil. Dann noch mit Harit, Kachaui links, Gioro in die Mitte. Kimpembe IV, Torwart Donnarumma, Donnarumski, 84x10, Jungs, letztes Pack. Ja, bitte gönn. Icon, oh mein Gott, Icon, Pires Icon. Wir haben einfach eine Icon auf der RTG. Ich habe nicht mal auf Main eine Icon gezogen. Und damit haben sich gerade auch ganz viele Probleme gelöst. Holy shit, und da hat sich das Grinden komplett ausgezahlt. Oh mein Gott, let's fucking go, Digga. Pires Food Birthday Icon. Oh, sexy 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Food Finesse. Oh, geile Karte, Digga. Der ist, glaube ich, nicht mal teuer, aber sieht sexy aus. 190, 150, ist okay. 150k, Digga. Schon mal ein guter Spieler für die LTG. Man scheiß ja auf die Rashford Evo. Scheiße auf die Rashford Evo, Jungs. Da würde nämlich jetzt Pires spielen. Und Kainz und Thiago werde ich mir nochmal einen Kopf drüber machen, wo wir die reinpacken. Weil jetzt ruft Kachaui sogar fast noch mehr, oder? Weil dann sind die automatisch, glaube ich, auf Full Cam. Wenn ich Gioro reinpacke, Kachaui reinpacke,
Pires reinpacke, ist der nicht direkt alles automatisch Full Chem? Full Chemistry? Einfach eine Icon, Jungs. Einfach eine Icon. Eine Icon, Digga. Holy shit, Junge. Würde lieber woanders upgraden als Grimaldo. Aber ich finde Grimaldo halt auch nicht so krass irgendwie. Aber ich fühle den Call schon. Eigentlich sind meine Ausfallteiger so mit noch das Beste hier in dem Team. Stimmt schon. Die sind schon sehr stark. IV bräuchte halt auf jeden Fall was anderes, ne? Theoretisch kann man die... Digga, wie schnell wir uns auch upgraden, ne? Ich sag mal ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden an der Stelle die RTG-Folge für heute. Haben sehr viel länger gemacht, deswegen muss ich mal schauen, ob ich...